So, und da sind wir wieder beim Mass Effect 3. Und ich gucke mich hier erst um. Auch. Auch wenn ich mich bewegen sollte. Kann ich das nicht benutzen? Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Der reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Logbuch Modern Solus 162,3. Station Sagiatik-Station gesichert. Autonomie in Sachen organische Testobjekte erlangt. Frauen offensichtlich im Sterben. Barbarische Experimente. Mädels schuld. In Ordnung bringen meine Verantwortung. Muss sie retten. Keine Toten mehr. Guck mich hier noch um. Feuer. Alle Forschungsobjekte sofort abriegeln. Vortrag gesichert. Was für ein Problem? Okay, gehen wir zum Aufzug. Wenn du das unbedingt willst, hätte ich den benutze. Bombe! Zurück! Und das habe ich davon, dass ich auf euch höre. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Ich höre nicht mehr auf euch. Ihr kriegt hier gar nichts hin, wisst ihr das? Hier ist noch was. Schrotflinten-Klingenaufsatz, das hört sich doch nett an. Da fehlt einer. Die sagen schon Warnung, dass der fehlt, okay. Da. Das machst du. Die haust du platt. Immer das Vieh jetzt hinläuft. Shepard, Cerberus-Truppen im Kontrollpunkt. Versuchen, Organe zu töten. Unterstützung erforderlich. Ich sehe den Kontrollpunkt. Nach wie vor Feindpräsenz. Frank unter Beschuss. Ey, hier stehe ich.
beeil mich schon, ja. Ich will mich aber auch schon umsehen. Euch kennen wir ja auch noch. Ich habe noch ein gutes Exemplar auf Tuchanka irgendwo. Falls wir den jemals wiedersehen. Weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Alles in Ordnung? Eindämmungsschild hält. Aussage zum Zustand der Koganerin nicht möglich. Mir geht's gut, Commander. Frauen wurden versteckt. Möglicher Maulwurf bei STG. Könnte indoktriniert sein. Kommt Bündnis Kogana-Trojaner nicht zustande, fordert niemand die Reaper heraus. Wir fordern sie nicht nur heraus. Treffen am nächsten Kontrollpunkt. Ziel von Cerberus wahrscheinlich. Dass der Teil überhaupt noch steht nach so einem Angriff von mir. Hier kommen wir ja nicht weiter. Gehen wir hier durch. Das wird viel zu einfach, wenn ich so spiele. Ich frage mich, ob man das auch im schweren Schwierigkeitsgrad machen könnte. So spielen. Cerberus meint es wirklich ernst. Die sind zu allem fähig. Schon, aber muss es gleich gegen die ganze Galaxie gehen? Das ist doch Wahnsinn. Boah, hier wird er erst erklärt, der Kampftechniker. Den haben wir schon gesehen. Werden wir nicht. Da waren wir eben. Schrei doch nicht so bescheuert rum. Ersatzteile. Und sonst nix. Okay, dann gehen wir weiter. Leute, ihr braucht euch nicht verstecken, wenn da nichts ist. Erst wenn da auch wirklich einer kommt, versteckt ihr euch. So. Ich mach Brandmunition. Ach, das hier mache ich. So, jetzt spare ich wieder. Du kriegst Überlastung. Ich krieg mehr Schaden. Und du Spaß. Ja,
Super gemacht, du kriegst nachher. Okay, vergiss es. Ich wollte ihm Knochen anbieten. Ich laufe hier irgendwie total ohne Ziel rum. Da liegt doch noch was. Meins. Und meins. Wo sind denn die Typen jetzt schon wieder? Anscheinend hinter der Tür oder so. Ich bin ein richtiger Hacker. Ach, Kräfte können während der Abklingzeit nicht eingesetzt werden. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Das was für dich. Schießt schneller, aber der Schaden ist schlechter. Ja. Feuer drauf. Komm raus. Ich will mich hier aber umgucken. Es muss hier irgendwo eine Art Stromversorgung geben. So. Ganz ehrlich, wenn die da zerstören wollen, warum bringen die da nicht einfach direkt so ein Teil hin, das hat sofort zerstört. So ein Raumschiff. Kannst du einfach zerstören dann. Vollidiot. Wirft die Granate an die Decke und dann kommt die wieder runter. So. Wie geht es Ihnen? Eindämmungsschild stark, aber nicht für direkten Beschuss ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Admiral Drax noch. Rex kann seine Finger nicht von einer fruchtbaren Frau lassen. Er wird da sein. Wir sehen uns dann oben. Ja, mit mir kann man auch noch im Nahkampf rechnen. Red doch aus! Ich glaube, wir sind fast oben. Woran hast du das denn erkannt? An dem Dach? Wie redest du mehrfach?
Okay, machen wir das auf die coole Art und Weise. Der kann das so einfach beenden und macht's nicht. Den mach ich fertig. Easy. Wieder was bekommen. Schockwelle oder Angriffsmeisterschaft oder vielleicht sogar Blutbad. Was kriege ich denn für Angriffsmeisterschaft als nächstes? Gruppenmitglied, Kraftschaden, Waffenschaden, Gewichtskapazität. Das könnte mir nützen, dann kann ich nämlich mehr Waffen tragen. Falls dann irgendwann mal der Fall kommt, dass ich halt mehrere Waffen haben will, weil mir halt immer die Munition ausgeht, dann nützt mir das. Hier kriegst du mehr Schaden. Wenn du meinst. Mich selbst aufpassen, Rex. So. Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut.
Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tiegel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant. Gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Steht vor Ihnen. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Ein Heilmittel für alle Kroganer scheint ziemlich viel verlangt zu sein, Morden. Schaffen Sie das denn? Natürlich. Ähnlich wie Genophage-Modifikationsprojekt. Arbeite diesmal gegen eigene Veränderungen. Schwieriger als Müll-DNA, die Kontaktpunkte blockiert. Herunterfahren des redundanten Nervensystems verhindern, Neurotransmitter einstellen. Schon klar. Werde Heilmittel herstellen, Shepard. Keine Sorge. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer, bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Und ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Die Probleme der Torianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Die da wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser woanders. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale, gesprächsbereit. Besprechen wir das doch mal eben. Commander, Sie sagten, eins Ihrer Schiffe wird vermisst? Es ist abgestürzt. Das konnte ich vor dem Kroganer nicht sagen, weil es auf Tutschand gab. Eine Vorhut der Reaper hat sie mittlerweile auf dem Planeten festgenagelt. Was machen Ihre Männer dort? Tut mir leid, aber das ist geheim. Nun, sie müssen unbedingt gerettet werden und ihre Mission erfüllen. Es ist eine Sache des galaktischen Friedens. Ich tue, was ich kann. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen und Ihr Verständnis. Das ist alles. Natürlich, Commander. Wow, ich sag sogar mal das, was da steht. So. Oh, mit dir müssen wir noch reden. Was für ein Showdown auf Surkish. Genau wie in alten Zeiten, Shepard. Und ich habe auch wieder Ihren Arsch gerettet. Die Kugeln sind mir nur so um die Ohren geflogen. Dank meiner moralischen Unterstützung haben Sie es überlebt. Ja, klar. Sie sagten, einer Ihrer Trupps wird vermisst. Er erkundete das Hafenportal. Ich
um einen Gefallen bitten. Einen großen. Die kann nicht zurück sein. Ich weiß nur, dass wir Kontakt zu den Kundschaftern sofort abhaben. Kompanie Achalak, meine beste Einheit, steht bereit. Sie können sich vor Ort mit ihr treffen. Mal sehen, was ich tun kann. Dann mal los, Shepard. Das wär's jetzt mal, Rex. Machen wir weiter. Jederzeit. Und Shepard? Mir gefällt, was Sie mit der Normandie gemacht haben. Ich hatte es satt, immer im Frachtraum rumzuhängen. Ich habe zwar kein Fenster wie Liara, aber es ist ein Fortschritt. Ich würde gern mit Ihnen losziehen, aber die Pflicht ruft. Wenn der Salarianer meine DNA für wichtig hält, was soll ich da sagen? Dann würde ich mal sagen, das wär's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.